Wir müssen den Aufnahmerekord von Gronkh und Sarrazar brechen, hallo? Bring ich um. Alter, jetzt warum nicht mit den Morddrohungen, ne? Das nehme ich jetzt gleich persönlich. Weißt du rum, Gronkh? Was? Ja, weißt du nicht mehr. Was? Die 10-Stunden-Version von Pirates of the Caribbean, da weißt du was, rum, was? Karabinerhaken? Ach, du bist doof. Ja, ich weiß, dass ich doof bin. Das Karabinerhaken. Kevin, weißt du, warum es nicht geklappt hat? Warum denn nicht? Ich hatte zweimal die Kondom benutzt? Nein. Ich hatte zweimal die gleiche Version drin, deswegen hat es nicht geklappt. Ach so. Boah, wie mein Texture Pack aussieht, boah. Ja, das ist halt default jetzt, weil es ja, aber benutzt. Ist ja jetzt scheißegal. Nächstes Mal Mais. Iced Tea Apples, wer ist das denn? Ja, mal lasse. Achso. Das hier wird übrigens nicht das Verlies, falls ihr das jetzt denkt, das hier wird das Ding. Ja, Marcel, ich weiß nicht, wie lange willst du noch aufnehmen? Nicht lang. Wo seid denn ihr? Wir sind bei der Festung. Marcel ist irgendwo anders und macht irgendeinen Käse. Bei der Schallplattenfarm. Also ich geh dann mal kurz zu Marcel. Ich heb hier unten jetzt gerade den Keller aus, den das na, ist der du, Kühlkeller. Na du da unten? Na? Oh. Wo unser ganzes Essen dann gelagert wird. Ah, der Trailer Song. Hilfe, ich komm ja, raus. Ach ja, ich muss dann gleich gehen. Ich komm ja nicht mehr raus. Ich denke, wir werden dann auch nicht mal allzu lang machen, wenn Marcel nicht mehr will. Weil ohne Marcel können wir nicht aufnehmen. Warum? Ja, ich komme in den Raum. Doch fehlt einfach was, wenn Marcel nicht dabei ist. Mach mal bitte das Glas hier vorne kaputt. Welches? Das hier vorne, wo ich da hinguck. Genau. Danke. So, wie mache ich denn jetzt den Kühlkeller? Ich weiß es noch nicht. Egal, dann halt nicht. Dafür brauchen wir Eis. Da kann Marcel mal wieder Eis organisieren gehen. Eis. Nein, ich hab das falsche Holz gemacht. Dafür könnte man mir doch gleich wieder Schellen geben, ey. Ja, Dominik, Schelle? Ja, gib die meine. Ja, nicht im Ding, im Let's Play hier. Genau. Was hat Marcel gesagt? Sadomaso gefährdet? Ja. Und nee, Suizid gefährdet. Suizid. Golds Genozidgedanken oder so. Selbstmord gefährdet. Ah. Was brauchst du denn hier? Ja, ich? Ich baue einen Kühlkeller. Tommy, komm mal her. Ja, ich bin gerade. Ein Kühlkeller? Warum ein Kühlkeller? Ja, für die Metzgerei. Ach, du bist da in der Metzgerei. Jetzt erkenne ich alles wieder. Es gibt einen Kühlkeller, einen erstklassigen Kühlkeller. Oh, jetzt kann ich schaden. Ah, ist kalt. Dann müssen wir dann im Sommer die ganze Zeit uns verbringen, weil es hier zu heiß ist. Au. Sie wurden angestupst. Au. Kriegst du so eine Faust ins Gesicht? Bah! Sie wurden angestupst. Ja, wie das immer auf Facebook ist. Tobi, was macht ihr denn? Ja, wir nehmen noch auf, wir kommen dann aber wieder, Tobi. Ja, das sieht. Soll man keine Angst haben. Warum ist hier eine Lücke? Weil das an meinen Füßen ziehen soll. Ah. Naja, ich muss dann jetzt leider gehen. Aber Das Haus sieht echt gut aus, muss ich dir lassen. Danke. Also denn, ja. Hab ich auch meine Sachen kurz in der Kiste hier. Ach ja, übrigens, wie ja jetzt vielleicht fast jeder weiß auf meinem Channel, dass ich jetzt COD spiele. Nein, ich werde kein Let's Play davon machen. Erstens mal kann ich's nicht, zweitens mal will ich's nicht. Und drittens bringe ich Kevin das bei. Ja, drittens sterbe ich halt einfach so 2 Millionen Mal. Ja, tschüss. Ja, ciao. Geh nicht im Kühlkeller raus. Egal. Ah ja, dann spawn da halt das nächste Mal mitten im Eis drin. Dann tun wir halt raus teleportieren, ist auch nicht schlimm. Kevin, soll ich dir bei irgendwas helfen? Du kannst mir mal helfen, die Wand hier rauszureißen, weil ich habe keine Superspitzhacke. Ich weiß gar nicht, wie groß machen wir das. Ich glaube, die Decke muss noch raus.
zwei Stufen, oder? Muss die Brücke noch zwei Stufen raus? Ich weiß es nicht. Ich glaube, da war vier hoch, der Raum, ja. Eins, zwei, drei, vier. Das heißt, da oben, da muss dann Ding rein, das Eis. Das heißt, hier muss, da wo der Stein ist. Oh, das ist ja ganz toll. Hau ab. Da wo der Stein ist, da muss dann das Eis drauf und hier muss noch Stein rein. Ja gut, dann weiß ich, was ich hier höre. Wir reißen das dann mit normalen Eisenspitzhacken raus, weil hierfür möchte ich nicht meine gute Behutsamkeit vergeuden. Jups, sehe ich genauso. Und da oben versuche ich jetzt einfach mal Cobblestone reinzustoppen. Und dass mir da was spawnt, ich lasse nämlich nur ungerne Lücken. Aber bei einer Lücke passiert nichts. Ja, bei einem Block nicht, aber bei einmal zwei zum Beispiel kann Skelett spawnen und wenn es diagonal ist, kann eine Spinne spawnen. Dann müssen wir 4x4 sein. 2x4. 1x4. Hast du noch eine Schaufel, Kevin? Richtig. Ja, ich habe einen Diamant. Achso, du meinst noch eine Schaufel für dich? Nee, ja, leider nicht. Aber oben in meiner Kiste. Warte, hier ist Eisen. Hier ist Eisen. Kannst du neu machen. Danke. In meiner Dings sind Werkbänke, aber eigentlich sind hier überall Werkbänke. Also. Soll ich dir gleich eine mitmachen? Nee, ich hab doch die Diamantschaufel noch. Okay. Oh, ich hatte noch genau zwei Stacks. Zwei Sticks. Ja, dann passt's doch. Soll ich dir das Eisen wiedergeben? Ja, kannst machen. Gut, da ist es. Also hier muss das Eis drauf, das, warte mal, nee, 1, 2, 3, 4. Das heißt, doch, hier müssen wir nochmal Stein reinbrettern. Hier so, zack. Da oben nicht, Domi, da kannst du Erde lassen. Ja? Ja. Warte. Ich will fliegen, Mann. Oberste Reihe da, ja, nur die oberste Reihe, ja, egal. Da muss wieder Stein hin hier. Achso, ja, wusste ich jetzt nicht. Also ich nur weiß nicht. Nur vier Blöcke hoch die Wand. Okay. Also vier Blöcke, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5 sind's. Genau, 5 ist Stein und darüber kann sein, was will. Okay. Oh, Glicklockwood im Winterstyle. Hier auch, ja, ne? Nein! Warte, ich meine jetzt nicht dich. Ich meine ja jetzt nicht mit der Ding abbauen, mit der Eisenhacke. So, da hinten im Eck, da können wir wieder mit Erde stopfen, das sieht kein Mensch. Ein bisschen Stein sparen, weil wir haben nicht allzu viel. Ja, da brauchst du nicht auskleiden, der Raum muss sowieso noch ein bisschen weiter nach vorne. Ich muss dann gucken, wie ich das mit den Kisten mache. Das musst du leider abbauen, ich habe keine Behutsamkeit. Das mache ich schon. Ich hoffe, ich bin nicht zu leise. Doch, ich bin etwas zu leise. Weil ich jetzt die ganze Zeit so ins Mikrofon gebrüllt habe. Jetzt bin ich wieder ein bisschen leiser geworden. Ich würde sagen, den Keller hier unten, den hebt man noch aus. Marcel macht fleißig Schallplatten wahrscheinlich. Nee, ich tue gerade noch sortieren. Also ich brauche Stein. Ja, der kommt dahin. Ja, genau, bau halt zwei hin, wenn ich gar nicht drück, du Johann. Johann. Dies noch rein, Wolle weg. Das noch rein. Dum 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 Wolle da hin. So passt das. Klub. Kevin, ich habe noch Steinziegeltreppen und Steinziegel dabei. Ja, die brauchen wir hier nicht. Okay. Lass mich kurz nachdenken. Also, warte mal. Hier kommt Eis hin. So, hier in die Wand. Dann kommt hier eine Kiste. Dann muss eins frei sein. Dann kommt da eine Kiste. So, hier Kiste. Und dann hier nochmal ein Ding für Eis und dann
passt es, also bis hierhin eigentlich. Ja, dann genau. Kann ich ja die Erde wieder da wegmachen, ne? Ja, ich hau hier nur schnell mal den Stein raus. Mit Behutsamkeit natürlich. Das Eisen holen wir mit der Eisenspitzhacke raus. Ich baue Eisen mit Eisen ab. Ja, das eigentlich auch, das ist ja egal. Das ist ja eh dahinter. Ah ja, stimmt, das war ja meine Vorlage. So, zack, zack. Und dann nehmen wir schon wieder 1,5 Stunden auf. Eieiei, wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat, ne? Ja, ich weiß noch, die ersten paar Folgen von der zweiten, ich sag mal von der zweiten Staffel. Weil ich nenn's jetzt einfach mal zweite Staffel, wo wir halt umgezogen sind. Achso. Da ging das alles schnell vorbei, ey. Die Zeit, Alter. Ich weiß noch, es war ungefähr 8 Uhr. Wir nehmen auf, auf einmal 11 Uhr. Ja, wo wir früher Uhr. Aufgenommen haben. 11 Uhr, 12 Uhr, 1 Uhr morgens. Achso. Das ging schnell. Ja, am Anfang haben wir eigentlich nicht so spät aufgenommen, da war es immer so Nachmittag, 15, 16, 17 Uhr. Ja, aber dann, wo ich halt Wochenende oder Ferien hatte. Ja, ja. Wo wir bei Marcel da die 6 Stunden nachts durchgeknechtet haben, der Marcel und ich. Na, Marcel? Ja. Das war lustig, oder? Einfach mal 6 Stunden lang über den scheiß Haus gebaut. In dem Scheißhaus. Da bauen wir was Großes mit Schildern. Okay. Ja, ich hab was. Ja, wir haben ja genug Schilder. Wir haben ja stackweise in der Kiste. Machen warum wir. Auch immer. Stackweise Großes aus Schildern. Machen wir. Sofort. Ja, sicher. So heißt die eine Folge. Und weißt eigentlich du, wie bin das ich jetzt gerade blöd. Aber das Schilderhaus. Genau, geht sogar. Also das Schilderhaus. Okay, hier kommt. Wir nochmal ein bisschen Level holen, ne? Hier kommt Eis. Ja, warte mal, ich simuliere mal kurz. Eis mit Sand zum Beispiel. So, hier kommt jetzt Eis hin. Zum Beispiel, dann ist das alles hier so eismäßig eingeschlossen. Dann kommt das da drüber, dann gehen ja die Kisten trotzdem noch auf, hoffe ich. Nee, ich glaube nicht. Das geht nur bei Slabs. Ach. Meinst du, wenn da Kisten sind und dann Eis drüber ist? Ja. Das geht nicht auf. Weiß das ich nicht, also mit Glas geht's. Ich glaube, das geht. Ich weiß, ich benutze jetzt hier gerade Sand, aber ich muss das jetzt mal kurz hier simulieren, wie das dann aussieht. Dann können hier noch Kisten rein und dann kann hier nochmal Eis drüber und da oben kommt dann auch eine Eisdecke rein. Das ist dann hier das Kühlhaus. Das passt dann genau perfekt so, wie ich es haben wollte, dann passt das so. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber ich habe mir damals, wo ich das zweite oder dritte Mal Minecraft gezockt habe, da habe ich mir ein Haus aus, was war das, aus Eis gebaut und das ist einfach geschmolzen in der Sonne. Naja. Das normalerweise nicht. Ist so einfach geschmolzen. Ja, ich glaube, das haben sie erst in irgendeiner Ding, wo du Eis mit Dingen, wo dass die Items über Eis drüber rutschen, haben sie es, glaube ich, gepatcht, dass das nur noch ab einem Lichtlevel schmilzt. Ja, und dann ansonsten war es immer nur in der Tundra, konntest du Eis nur in der Tundra haben. Eis? Also in einem in einem Schneegebiet. Wenn du es außerhalb von einem Schneegebiet platziert hast, ist es geschmolzen, egal welche Lichtlevel. Irgendwo haben sie das dann geändert. So. Also hier, genau, hier Kisten, genau, ja, hier Kisten. Allzu viele Kisten brauchen wir nicht. Das heißt, hier kommt jetzt eine Steinwand wieder rein. Dominik kann mal die restliche Erde rausholen. Hilfe. Wo denn? Ja, da hier an der Wand. Der Raum müsste ja jetzt eigentlich theoretisch passen von der Breite her. Dann ist hier und hier. Moment, warte. Jawohl, das passt. Das passt hier alles. Der Raum ist so perfekt. Das ist sogar besser als der Raum in meiner Alpha-Welt, weil ich da irgendwie gebaut habe und nicht drauf geachtet habe. Toll, jetzt kommt hier überall Sand runter. Ich krieg einen Vogel. Och nö. Mann. Hau ab, du blöder Sand. Hau ab. Dö, 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 dö. Hektische Musik!
Warte mal.